Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Inzwischen ist die Party schon gelaufen, für die ich mache, was ich jetzt gleich mache, nämlich das private Lucky Lottos Goldwaschcamp in Stadt Ilm. Ich habe mich nämlich kurzfristig dazu entschlossen, für diese Veranstaltung ein paar T-Shirts zu machen. So, und weil jetzt aber die Zeit so kurz ist, weil das schon in ein paar Tagen losgeht, habe ich auf YouTube geguckt, so ob es da nicht so eine DIY, also so eine Do-it-yourself-Geschichte gibt, um jetzt einfach mal T-Shirts selber machen zu können. Ja, natürlich gibt es da einen Haufen Videos. Und ich bin dann jetzt aber über ein Video gestolpert, was wirklich super einfach mir erschien. Ich blende euch das mal kurz ein. Hier, das ist die YouTuberin und die macht halt wirklich ein ganz einfaches Do-it-yourself-T-Shirt mit einem Ausdruck aus einem Drucker natürlich. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja gar keine ganz so schlechte Idee. Vielleicht funktioniert es ja. Und dann habe ich einfach das nachgemacht. Also ich habe den Link von dem Video unten in der Videobeschreibung. Falls ihr euch das von ihr mal angucken wollt, wie sie das macht, ist unten in der Videobeschreibung. So, und ich habe dann halt schon mal so ein Ding gemacht. So sieht's aus. Ich habe auch, wie ihr vielleicht sehen könnt, inzwischen natürlich schon einen Knittertest gemacht und sowas alles. Aber ich hatte das für relativ gut befunden, ja, also dafür, dass es einfach nur ein ausgedrucktes Blatt Papier ist auf dem T-Shirt, ist das eigentlich super geworden, ja, für so ein Do-it-yourself-Ding. Also es ist natürlich kein Highlights-T-Shirt, ja, das muss man schon gleich sagen. Das ist so eine Geschichte, das für eine einmalige Veranstaltung eher so eine, ja, weiß ich auch nicht, so ein Junggesellenabschied oder irgendwas. Das ist jetzt kein T-Shirt, was man dann hat, was man ewig tragen kann. Alleine schon, weil das ja hier Papier ist. Das könnte dann auch beim Waschen mal kaputt gehen, ja. Na gut, also damit war ich auf jeden Fall sehr einverstanden. Das hat gut geklappt. Und dazu hatte ich hier, ich hatte noch so einen Rest von so einer Frischhaltefolie. Das war diese hier. Und die hat halt wirklich gut funktioniert. Aber wie ihr schon sehen könnt, diese Folie, also ich habe die schon sehr lange, ja, die ist wirklich schon sehr lange in meinem Besitz und jetzt ist sie leider alle. Aber die klebt halt nicht so in sich. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist auch ein etwas strammeres Material noch gewesen. So, jetzt war aber die leider alle und naja, gut. Wie gesagt, das Probeding hat gut funktioniert. Also habe ich dann mir natürlich eine neue Frischhaltefolie gekauft. Hier von der Firma FIP. Frischhaltefolie und habe damit dann einfach ohne weiteres Gewese ein T-Shirt nach der gleichen Machart bebügelt. Das wird ja natürlich aufgebügelt, ich zeige euch gleich, wie es geht. Aber ich war mit dem Ergebnis nur überhaupt nicht zufrieden, denn also es löst sich hier so ab. Man kann so hier so drunter greifen, ja, und das war alles irgendwie nicht so toll. Ja. Und vor allen Dingen diese Folie, ich kann euch das ja nochmal zeigen, das ist eine von diesen Folien, Frischhaltefolien, die auch so mehr oder weniger in sich pappen, ja, also das, wenn man das da so rumlegt, also die hat auf jeden Fall, ist sie dünner und sie hat nicht so gut funktioniert wie diese alte Folie, die ich hier schon seit Jahren in meinem Besitz hatte. Und das hat mich jetzt dann natürlich ein bisschen verärgert. Ich dachte, okay, gut, vielleicht wird es besser, wenn ich diese Folie doppelt drum lege. Das habe ich dann mal gemacht und tja, das war halt auch nicht besser, ganz im Gegenteil, es wurde noch viel schlimmer. Dann fing sich das nämlich an so zu wölben und es ist trotzdem hier und da offen, ja, also es ist nicht wirklich was geworden, ja. Und jetzt habe ich mir ganz einfach, weil ich jetzt nun diese T-Shirts schon fertig habe und wenn ich noch irgendwas schaffen will, muss ich das auf diese Art und Weise machen, habe ich mir ganz einfach mal noch unterschiedliche Frischhaltefolien besorgt. Hier. Und damit werde ich jetzt einfach mal dieses alte T-Shirt, was ich hier noch habe, mit diesen ausgeprinteten Testteilen einfach mal, ja, bedrucken, also bebügeln quasi, ja. Das ist das, was ich jetzt machen werde und dann gucken wir uns mal das Ergebnis an, wie das aussieht mit den unterschiedlichen Folien. Und natürlich nehme ich auch in diesem Fall nochmal die PIP-Folie rein, damit ihr das so sehen könnt, wie ich hier damit struggle, also meine Probleme habe oder eben halt auch nicht. Ich würde euch das auch gerne noch mit dieser Folie zeigen, aber tja, ist leider nicht mehr genug von übrig. Mal sehen, vielleicht schaffe ich noch so ein ganz kleines Ding, aber man muss das halt komplett einwickeln und tja, ich habe so die Befürchtung, das reicht nicht mehr ganz, das bisschen, was ich hier noch habe. Ja, höchstens für so ein ganz kleines Ding, aber das ist, ja, also ich schätze mal, das reicht einfach nicht mehr. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange hier einfach mal an.
So, Bügeleisen habe ich eingesteckt. Das muss jetzt kurz vorheizen. Und ich werde jetzt einfach mal mein Testteil, wie in dem Video von der YouTuberin gezeigt, hier drin einwickeln. So, will ich das erste Mal aufbügeln. Das ist jetzt eben halt mit der Frischhaltefolie von der Firma FIP. Dazu legt man dann jetzt einfach nur hier so ein Backpapier drüber, damit also das Bügeleisen natürlich nicht an der Frischhaltefolie kleben bleibt. Und dann bügeln wir mal drauf los. Das ist jetzt ein bisschen unklar, auch in dem Video von dieser YouTuberin, von Valerie, ist nicht klar, wie lange man das jetzt eigentlich bügeln muss. Aber natürlich sollte klar sein, man bügelt das so lange, bis die Folie komplett geschmolzen ist, bis es das alles umfasst hat. Aber wie lange das wirklich ist, ich weiß es nicht. Ausprobieren, Versuch macht klug. So, jetzt muss man das erstmal noch eine Runde abkühlen lassen. So, wenigstens ein bisschen was sollte schon im Bild sein. So, also abkühlen lassen, sonst kann man das schlecht abziehen. Also es reicht, wenn ihr das vielleicht handwarm abkühlen lasst oder eben halt auch ganz erkalten lasst. Aber so ist es schlecht. Klebt noch alles hier zusammen. Merkt man auf jeden Fall. Ich kann ja, während das abkühlt, schon mal den nächsten Test einpacken mit der Frischhaltefolie von der Firma, keiner weiß es, steht nicht drauf, nur Frischhaltefolie. Habe ich auf jeden Fall beim Kick gekauft, ist vom Kick. Da kauft man nicht nur Kleidung clever, sondern vielleicht auch Frischhaltefolie, ich weiß es nicht. Aber probieren wir die mal aus. Okay, keine Ahnung, was hier los ist. Es kommt hier gleich in Fetzen runter. Schon sehr, sehr ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Also, sehr interessant, wie das hier so gestrickt ist. Erstmal abschneiden. Ein bisschen angemessen. Guckt euch das mal an. Boah, diese Schere ist echt fertig. Man bräuchte nicht noch eine andere. So, das ist auch wieder so eine sich selbst vor zusammenklebende Folie. So, wollen wir das mal abziehen. Gucken wir mal. Und auch hier ist wieder gleich zu sehen. Es hat hier die Ränder gar nicht wirklich angeklebt. Es ist hier oben wieder offen. Und auch hier unten, wo es doppelt war, ist es offen. Also diese Frischhaltefolie von der Firma FIP funktioniert dafür nicht wirklich. Schon ziemlich ärgerlich ist. So gut, na, ich versuche das mal einigermaßen gerade da zu legen. Dann versuchen wir jetzt mal die Frischhaltefolie vom Kick, deren Hersteller unklar ist, weil er nicht draufsteht. Tja, Frischhaltefolie vom Kick.
Gebügelt wird hier übrigens auf der höchsten Stufe. So in meinem Fall hier Stufe 3. Ich glaube, das ist bei fast allen Bügeleisen so. Ich bin jetzt nicht so der Bügelexperte. Ich habe also zu diesem Zweck dieses Bügeleisen auch nur in der Hand. Ich habe das schon seit Jahrzehnten nicht in der Hand gehabt, um Wäsche zu bügeln. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bügel sonst meine Wäsche nicht. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Wäschestück gab, was ich mal wirklich gebügelt habe, nur um das Wäschestück bügeln zu wollen. Also mindestens 20 Jahre her. Aber das hier muss halt gebügelt werden und dann ist es halt gut, wenn man ein Bügeleisen am Start hat, mit dem man das auch machen kann. Gut, wieder abkühlen lassen. Dann mal das Ergebnis ansehen und dann drehe ich das T-Shirt um. Die anderen beiden mache ich dann von der anderen Seite. Aber jetzt ist schon klar, also die YouTuberin hier hat das mit einem farbigen Ausdruck gemacht und das sah halt gut aus. Wenn man jetzt einfach so einen Schwarz-Weiß-Druck nimmt, wie ich ihn hier habe, dann sieht man natürlich sehr deutlich, dass es sich um ein Stück Papier handelt, ja, und nicht um ein aufgedrucktes Bild. Muss man wissen, wenn man was machen möchte in Schwarz-Weiß. Ja. Jetzt einfach nur ja, den Text ausschneiden. Es wird ja bei mir ein Bild. Ja. Ich habe es euch ja vorhin schon gezeigt. Also, aber es ist halt wirklich nur zu diesem Zweck so ein Fun-Projekt, dass jeder was von mir bekommt, was er halt mitnehmen kann. Und dann hat er halt einfach dieses von mir DIY handgefertigte T-Shirt. Ich hoffe, das ist auch was wert, selbst wenn es nicht ganz so toll geworden ist. Übrigens, das Video von dem privaten Goldwaschcamp, das könnt ihr euch auf meiner Webseite unter dem Reiter Goldwascherei ansehen. Link ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ich werde in der Zwischenzeit schon mal das nächste einpacken mit der Frischhaltefolie von Ja! Gekauft bei Rewe. Okay, hier unten ist so eine zusammengerollte Wurst. Keine Ahnung wieso, die werde ich mal abschneiden. So, immer noch besser als das vom Kick, dieses total abgerissene. Das war ziemlich heftig. Naja, gut. Gut, so sieht das aus mit der Frischhaltefolie vom Kick. Tja, und auch hier sieht man dann gleich, also es hält nicht wirklich. Vielleicht, wie gesagt, das eine von diesen anderen T-Shirts hier, das hatte ich ja doppelt eingewickelt und das hat genauso nicht funktioniert. Ja, wobei meine Probebügelung sehr gut funktioniert hat mit einmal umschlagen. Ja, schade, schade, schade das. Aber na gut, dann nehmen wir uns jetzt mal die andere Seite des T-Shirts vor, beziehungsweise so sieht das jetzt von vorne aus. Und tja, naja, ich meine, es ist halt, wie gesagt, kein Highlights-T-Shirt, ne? Es ist einfach nur ein Stück auf das T-Shirt gebügelte Stück Papier, so, mehr ist das nicht. Wenn man das farblich macht, kommt das ganz anders rüber, aber ich habe jetzt hier mich ja für Schwarz-Weiß entschieden, von daher, weil ich habe mich dafür entschieden, weil ich habe keinen Farbdrucker, Leute. Das ist ganz einfach die Wahrheit. Ich habe nur einen alten, uralten Schwarz-Weiß-Drucker und solange der noch funktioniert, kaufe ich mir halt auch keinen neuen. Ich bin geizig. Warum soll ich? Farbausdrucke mache ich sonst eigentlich nie. Das Einzige, was ich so ausdrucken muss, sind halt irgendwelche Textdokumente, Rechnungen und so ein Kram. Ja? Und da braucht man halt einfach normalerweise keinen Farbdrucker dafür. Wobei, es ist auch ganz nicht ganz richtig, es ist ein bisschen gelogen, was ich erzähle. Der HP, den ich habe, ist eigentlich ein Farbdrucker, aber den habe ich damals vor vielen, vielen Jahren von HP gekauft, von HP selber, auf eBay. Und der Drucker war von Anfang an defekt. Na, das haben die auch so kommuniziert. Na, der Farbdrucker hat nur in so rosa gedruckt. Ja? Also habe ich den Zeit seines Lebens quasi nur als Schwarz-Weiß-Drucker benutzt. So, jetzt haben wir hier die Ja
Klarsichtfolie. Und dann wollen wir das doch mal ausprobieren. Vom Gefühl her, vom Ding her, fühlte sie sich jetzt ein bisschen anders an als die anderen beiden Folien. Sie klebte nicht so sehr mit sich selber zusammen. Vielleicht gehen wir da in die Richtung, wie ich mit meiner Testbügelei das erste Bild drauf geklebt habe. Aber schauen wir einfach mal. Wieder abkühlen lassen und in der Zwischenzeit wickle ich den letzten Mal ein mit der Frischhaltefolie von Toppitz. Verbesserte Haftung, optimaler Schutz. Na, das wollen wir mal sehen. Okay, auch hier habe ich wieder unten so einen Wulst, den muss ich mal eben abschneiden. So, eins ist auf jeden Fall klar, ich habe Frischhaltefolie für mich für die nächsten 1000 Jahre. Ich brauche mir in meinem Leben nie wieder Frischhaltefolie kaufen, habe ich so das Gefühl. Das, was ich habe, reicht einfach für immer. Diese alte, die ich hier hatte, die hatte ich auch, keine Ahnung wie lange, 10 Jahre oder so. Fertig. Das muss noch einen kleinen Augenblick abkühlen. So, dann wollen wir das mal abziehen. Siehe da, also hier sind alle Ränder jetzt dran. Na sowas. Allerdings, wie es scheint, das ist hier ein ganz klein bisschen von dem Papier mitgenommen. Das fühlt sich so rau an. Aber es ist wirklich dran. Also nichts an den Rändern offen oder so. Also bisher die Ja-Folie am besten. So, nun versuchen wir die letzte nochmal von Toppitz. Schauen wir mal, wie das so wird. Und ich glaube, es ist gut, wenn man, also es ist fertig, wenn man quasi das Papier darunter gut durch das Backpapier lesen kann. Ich glaube, so super lange muss man da gar nicht dran rumbügeln. Ich glaube, das ist tatsächlich fertig, sobald man das gut lesen kann. So, das sollte eigentlich schon reichen, wenn meine Theorie stimmt. Jetzt muss ich es wieder abkühlen lassen und dann gucken wir mal. So, und ich habe jetzt gerade eben noch eine Idee gehabt. Dazu nehme ich jetzt einfach mal noch so ein Teil her. Schneide mir kurz den Teststreifen ab. Und dann werde ich das einfach hier unten nochmal mit so einer Prospektionshülle versuchen. Mal gucken, wie das so wird, oder? Ist ja auch so eine dünne Folie, ist jetzt natürlich keine so eine selbstklebende. Schauen wir mal. Vielleicht geht das ja auch. Ich schneide dazu hier mal eben diesen Rand ab. Tja. Toppitz hat also direkt mal gleich völlig verkackt, wie man sehen kann. Es ist auch nicht wirklich angeklebt. Es ist, und ich denke nicht, dass es jetzt daran lag, dass ich das ein bisschen kürzer gebügelt habe. Habe ich nämlich, glaube ich, gar nicht. Es hat einfach nicht richtig funktioniert. Also die beste Folie war bisher die Ja-Folie, tatsächlich. Aber na gut, ich versuche jetzt noch einen letzten Versuch, nehme ich eben halt das mit der Prospektionshülle. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt.
So, also wieder abkühlen lassen und dann schauen wir mal. So, die ganze Geschichte ist einigermaßen abgekühlt, aber wie man jetzt hier schon sehen kann, hat sich so eine Art von Kissen gebildet. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte, ne? Aber auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich komplett versiegelt, ne? Tja, schwierig. Also, DIY-Shirt, Leute. So sieht's aus. Das waren jetzt die unterschiedlichsten Frischhaltefolien. Und noch einmal so eine Klarsichtfolie. Wie gesagt, vom Ding her würde ich sogar sagen, Klarsichtfolie wäre eigentlich super, weil das hier komplett abschließt. Man kann das auch sehen. Und die Toppitzfolie hat völlig verkackt. Ja-Folie ist gut. Und die anderen beiden. Naja, also hier oben die von der Firma FIP. Halt auch nicht so prickelnd, ne? Geht auch ab. Und hier die von Kick. Ist halt auch nicht so prickelnd. Also wenn man das macht, wenn man sich wirklich so ein T-Shirt basteln möchte, für was für einen Anlass auch immer, dann würde ich jetzt empfehlen, die Ja-Klarsichtfolie, also die Frischhaltefolie. Weil die hält halt echt am besten. Ciao. Beißt die Maus keinen Faden ab. Alles andere ist eher so, na. Und wie gesagt, das hier finde ich vom Ding eigentlich super. Aber ihr könnt das sehen, es rollt sich jetzt hier so auf. Und das ist natürlich sehr schade. Deswegen kann man das jetzt auch nicht wirklich benutzen, weil, guck mal, das funktioniert so nicht, ne? Das ist scheiße. Tja, aber so vom Ding her wie die Klarsichtfolie am besten. So, aber was ich jetzt ganz zum Schluss nochmal ausprobieren möchte, ist, ich möchte mal gucken, ob man das, wenn es denn verknickt ist und auch gut geworden ist, wieder gerade bügeln kann. Also hier habe ich ja mein Probestück, was ich ganz zu Anfang gemacht habe. Und da habe ich halt auch den Knittertest mitgemacht, wie es sich verhält, wenn es mal zerknittert ist. Und da werde ich jetzt mal eben kurz nochmal drüber bügeln und schauen, ob man das Entknitterte mitsamt, also man muss dann natürlich hier so ein Backpapier drüber machen, damit es nicht am Bügeleisen kleben bleibt, aber einfach nur mal kurz checken, ob das was nützt, ob man das gerade bügeln kann wieder oder nicht. Sollte eigentlich schon reichen, oder? Ja. Und mal kurz wieder abkühlen lassen und nachsehen. Also siehe da, das funktioniert. Ja, glattbügeln funktioniert. Nicht schlecht. Und wo wir gerade von glattbügeln reden, ich werde jetzt hier nochmal dieses T-Shirt nehmen. Und das letzte, was ich hier gerade gemacht habe, das, was sich hier so aufrollt, das werde ich jetzt nochmal, schaut mal hier, da geht's ab. Vielleicht habe ich es nicht doll genug gebügelt oder was. Aber ich werde jetzt nochmal von der anderen Seite versuchen, das zu bügeln. Also quasi von innen. Und in der Hoffnung, dass es dann sich einfach in die andere Richtung durchdrückt oder so. Und dass man es dann vielleicht doch benutzen kann. Ich versuche das einfach mal. Ich meine, dafür mache ich das ja hier. Versuch macht klug. Schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert. So. Ich bügel mal drauf los hier. So, das sollte jetzt eigentlich reichen. Wieder abkühlen lassen und gucken. Wobei, hier könnte ich das ja wahrscheinlich schon gleich wegnehmen. Denn wir haben ja nicht direkt über das Plastik gebügelt. Aber man sieht, es hebt sich schon wieder an den Seiten. Ne? Also,
Das mit der Klarsichtfolie scheint nicht so ganz zu funktionieren. Es wölbt sich leider. Schade, für einen Moment habe ich gedacht, das hätte echt Potenzial. Oh Scheiße, ich hätte das Backpapier hier mal drunter legen sollen. Jetzt ist es ja an meinem Bügelbrett festgeklebt, Scheiße. Na gut, Pleiten, Pech und Pannen gehört halt auch dazu, wenn man was ausprobiert. Aber das funktioniert definitiv nicht, es rollt sich. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Also, ich werde meine DIY-Shirts jetzt mit der Frischhaltefolie von Ja bebasteln. Und ich hoffe, dass sich die Teilnehmer von Lucky Logos privatem Goldwaschcamp in Stadt Ilm trotzdem über meine DIY-Shirts freuen werden, auch wenn sie nur sehr günstig gebastelt sind und man definitiv sehen wird, dass es sich um ein selbstgebasteltes T-Shirt handelt, wo einfach nur irgendjemand, nämlich ich, ein Stück Papier aufgebügelt hat. Tja, wenn man das jetzt in bunt macht, dann hat man sicherlich auch eine schöne Sache, ja, dann hat man ein buntes Bild hier drauf, aber in diesem Fall Schwarz-Weiß-Druck bleibt halt von dem weißen Papier was übrig und das wird man immer sehen, selbst wenn man ein ganz weißes T-Shirt nimmt. Gut, dann war es das mit diesem Video, denke ich mal. Sollte noch was kommen, sollte mir noch was einfallen, hänge ich es ran. Und ansonsten danke, dass ihr euch das angesehen habt. Viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Mal, was auch immer ich dann mache.